Liebe Gemeinde der Gustav-Adolf-Kirche, liebe Freundinnen und Freunde und alle die, die es sonst noch hören. Ich begrüße Sie und jetzt sind wir ja alle mehr auf unsere vier Wände zurückgeworfen und erleben manches wieder neu, entdecken manches, was lange schon nicht mehr angeschaut wurde. So ging es mir mit der Goethe-Ausgabe meines Großvaters. Ich habe aufgeschlagen und erst mal nachgesehen, ob ich die Schrift noch lesen kann, die alte. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt was vorlesen. Hier habe ich den Faust aufgeschlagen, der 1808 von Goethe fertiggestellt wurde und 1819 zum ersten Mal uraufgeführt. Das sind jetzt 200 Jahre her. Und aus dem Faust möchte ich Ihnen jetzt den Osterspaziergang vorlesen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er, fliehend nur, ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen, nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich wünsche Ihnen allen eine fröhliche Osterzeit in der Vorfreude auf das, was wir bald alles wieder draußen Vergnügtes tun können.